Ziege. Hä? So, what's next? Wir müssen wieder in der Stadt sein. Können wir wieder plötzlich da sein? Ist das im Alternhaus dieses Gerät oder sonst irgendwas? Haben die nicht gesagt, der spukt da? Was machen wir hier? Check's irgendwie gerade nicht. So, you think you can bring Roxas back? Ja, dann wird das wahrscheinlich eher eine Basis halt sein. Ansem! Xemnas! Roxas should never have existed in the first place. What you seek is impossible. Roxas does exist. His heart's inside my heart. And in the unlikely event you did manage to separate the two, where is it you think you can put his heart? Well, Roxas used to live in the other Twilight Town, right? So, I'm just gonna put him back there. Do you even realize what you are saying? The other Twilight Town is just Data. A heart can live anywhere, even inside Data. There are hearts all around us. Ansem and Xemnas used to be part of the same person, right? But look, now they exist separately just fine. If they can do it, then I don't see any reason why you and Roxas can't find a way. Oh, yeah! Yeah! You tell him, Captain Goofy! In that case, by all means. Wieso fragen sie nicht einfach wieder? Wir haben nie das so gemacht oder sonst irgendwas. Oder sie waren dabei, kann auch sein. You wish, he'll never answer to you again. Still so blind. A nobody is what's left behind. When one gives his heart to darkness, there is only one way to bring Roxas back, which is for you to give your heart up as well. Okay, das hört sich gar nicht gut an. Wir wollen noch nicht sterben, wir wollen die ganzen Welten erst bereisen. Darkness. What? Go on then. The shadows are never out of reach. Es ist so ein bisschen an die Dunkelheit, würde ich schon gern knabbern, also an die Dunkelheit-Fähigkeiten. Ganz sicher schon was. Now, set your heart free. Ja, also ich bin voll dabei, also dunkle Kräfte ist sicher geil. Ich bin viel zu voll dafür. Oh shit, ne? Da zerficken wir sie mal hier. Oh, natürlich gleich mal eine heftigere Attacke hier am Start. Next! Alter! Bitte nicht übersehen müssen vom Warten. No word, no word. Ha. Okay, verklären wir mal so weit wie es geht, oder? Und dann kommt der sich hier von Anfang an dann wieder das Finale. Und dann haben wir sich gleich wieder zum nächsten hin. Kommt eh automatisch normalerweise. Also die Dinger, die was herumfliegen, ist auch Wahnsinn, nicht schlecht. Aber wenn man natürlich der kleine Arschloch. Oh, jetzt kommt immer Spezialkraft hier hinterher. Ja, Wahnsinn. Na komm, jetzt hat's nicht mehr so tapfer. Oh, Wahnsinn. So, machen wir gleich next. Ah, oh, die Tassen. Und tschüss. Oh, es wäre geil, wenn da ein bisschen auch ins Böse rüber geht. Herc said, he said, with all my heart. Okay, then all my heart it is. I'm getting Roxas out. Are you with me? Donald? Goofy?
Ich würde so lachen, wenn es nicht der ist, sondern irgendwer Böses oder so. Und so ein böses Ich von ihm wäre auch geil. Okay, then. Let's head back to town. So ein böses Ich von ihm, ja, wäre es ja nicht so schlecht, glaube ich. So hin und wieder. Na, sicher. Weil wo es. Ja, es gibt schon hin und wieder auch mal so Spiele, wo auch mal das Böse da auch mal triumphiert und da mal rauskommt aus den Helden und so. Ah, der Held ist den trotzdem dann besiegt, aber. Sie haben ja schon von Anfang an gesagt, dass es quasi das Ende ist von. Quasi von der Trilogie her. Die anderen sind ja so halber des Spin-offs Trilogie. Keine Ahnung. So. Now what? That's now what? That's. Ooh, shit. Jedenfalls, das ist das Finale von der Trilogie und dann gibt es halt natürlich die Zusatzteile, wo sie sich wahrscheinlich gedacht haben: ah, oh, machen wir nicht den zweiten oder den dritten Teil draus, dann machen wir lieber 2.5 oder 1.5. Oder es ist so quasi einfach ein zusätzliches Abenteuer, was man startet nebenbei halt. Oder vielleicht so die ein oder andere Frage in diesem Zwischenteil beantworten. Das muss man auch dazu sagen. Das kann auch möglich sein. Dass da einfach nur die Fragen da beantwortet werden. Was so dazwischen passiert ist meistens. Wieder. Das ist super. Einmal. Oh shit. Wieder das da. Nee. Meia. Die ganze Zeit, Alter. So. Und tschüss alle miteinander. Ich glaube, der Kostas sollte Meier sein jetzt. Nee, das sind immer welche. Ja, bist du narrisch. Ach, du Scheiße. Jo, ich würde gern Meier machen, ich sag's ja nur. So, nebenbei. Na, warte, das. Das nehme ich da jetzt böse. So, geh Meier. Und tschüss. Was haben wir denn da? What the fuck, was ist mit dem los? Soll ich dann krepieren oder was? Da, warum war denn der plötzlich so rot? So gut, Erfolg. I bet you there's a lucky emblem here. Das war jetzt so gut, Erfolg, warum das so rot war. Also, ab mal in die Stadt mal wieder. Ja, hin und wieder da so ein paar Sachen sammeln. Geht gut, das sind ja gar keine Gegner, Alter. Sie haben ja nix sonst gefegt. So, gib einer. So. Den Füßen ausstört aber noch gleich mal. Ordentlichen Hass anscheinend. Der wollte gleich mal aufmucken. Und nach vorne Wirbel alles drum und dran. Der wollte gleich mal gescheit. Wollte einer gescheit geben, Alter. Glaub eh, der Donald war es. Glaub eh, der Donald. Wollte einer gescheit. Der wollte ihm böse geben. So. Ja, kommt eh schon wieder das nächste Intro. Ja, dann. Well, bless my bagpipes. It was you laddies who rescued my chef. Oh nein! Oh! Can you sell ice cream in Hollow Bastion? That's right. But Uncle Scrooge here is what you might call a world traveler. Cool. Geil. How are you, Uncle Scrooge? Dank Dales, die Serie war so geil. I heard you were on another grand adventure with these two. I hope Donald isn't making a menace of himself. Why did you have to say that? So, Uncle Scrooge,
what's that you were saying about a chef? Oh, right. The chef of me bistro here wanted to show you his appreciation. So, he baked this for you. What is it? Ich nehme mal aus einer Obsttorte. Ja, aber klar. Cake. The whole cake? It's for us? Settle down. The chef wants you to know it's not a cake, but a tart of fruit. He does? Why keep it under my hat? May I introduce Little Chef? Oh, it's you! At the Scrooge, you open the bistro in Twilight Town. Aye. It all started a little while ago, when I was enjoying one of the best meals of my life. And when I asked to speak to the chef, I met this wee genius. As it turns out, he wanted to expand his culinary horizons. So I thought, that's an opportunity. And I financed the whole operation. Ooh, I think he wants to cook some more for you. Okay. Ingredients, especially anything unusual. That'll be fun. Kind of like a scavenger hunt. And the more the better. The mark of a truly great chef is creating masterpieces out of anything. You can start right here in town. We'll do anything to try more of Little Chef's food. That tart sure did look scrumptiously delicious. Okay, the ingredient hunt is on. Wird wahrscheinlich auch sowieso so eine große Nähmissionen. Ah, der Verzehr deiner selbst zubereiteten Gerichte verleiht dir. Oh, Statusverbesserung, das ist geil. Das kann man. So, Statusverbesserung ist immer geil. Da gibt es zum Beispiel jetzt keine Grenze mehr. Achso, muss ich da jetzt dann Zutaten besorgen oder dann später, wenn ich dann mal wieder vorbeikomme? Dies kann unmöglich sein. Hope we find some ingredients around here. Ah, da haben wir wenigstens gleich mal eine Kiste. Ah, Truhe besser gesagt. Das ist geil. Seezunge. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, wie oft muss man da noch drauf fahren? Schade, dass er nur nicht die Sachen nimmt, die was ich... What the fuck? Und noch einmal, dass er die halt Sachen nicht nimmt, die was ich schon davor eingesammelt habe. Ist eigentlich wurscht. Vielleicht im Laufe des Weges treffen wir dann sicher auch noch das eine oder andere, oder vielleicht ja auch noch. Kann ja auch sein. Dass wir auf das ein oder andere ja noch stoßen werden. Muss ja nicht heißen, dass wir jetzt auf gar keins mehr treffen oder. Na da, da haben wir gleich mal Schokolade. Ah, Wahnsinn. Können wir mit ihm reden? Achso, da kann man befragen zum Beispiel. Ah ja, dann du wirst du nicht lassen kannst. Ja, wenn wir das eine oder andere da kaputt machen, können wir da vielleicht auch noch was zusammenkriegen. Müssen wir jetzt nicht unbedingt 9 haben, weil das geht ja da anscheinend eh weiter. Trotzdem so das eine oder andere. Na schau. Wirklich schon 4 von 9. Schauen wir das nächste Mal vorbei und haben wir schon alles. Aber draußen ist auch viele Gegner gewesen. Little Chef still needs our help. Also wir müssen das sogar erledigen. Wir müssen es sogar erledigen. Just imagine the yummy stuff Little Chef. Dann. Nice moves. Einmal. Zweimal. Okay, da wollten natürlich wieder das Gleiche drin. Ich glaube, wenn wir dann schön langsam auch dann einmal in den Keller gehen, sollte da schon mal was. Ah, wir haben
da ja auch noch was. Okay, ja, so halber haben wir da was. Ah, da oben, da, ja, gehen wir auch noch hin. Da unten kannst du was geben. Okay, langsam kommt dann anscheinend überall das gleiche raus. Ja. Das ist natürlich dann wurscht. Also, offen mit uns. Da gibt es sicher auch noch Zutaten. Schade. Dann noch. Klar, aber nicht wirklich, dass da jetzt noch irgendwas sein sollte. Was? Achso, wir müssen das komplett finden hier. Ach, du Scheiße. Oh, wart. Well, I'm starting to get hungry. Ah, da machen wir was. Ne? Super. So, 8 von 9. Da ist noch was. Ah, geht aber nicht kaputt. Auch interessant. Oh, dann machen wir da mal auf. Mal da auf. Wo können wir dann noch herumhupfen, dass wir da das kriegen? Können Sie sehen, dass es. Ja, warte. Ah, da vielleicht, circa da. Da auf dem Weg. Waren wir da überhaupt schon? Oh, wir waren fix auf dem Weg. Also, nehme ich hier mal an. Ah, da ist nichts. What? Ja, da könnte was vielleicht sein. Ja, wenn man da auch überhaupt irgendwas. Ah, wart, da haben wir was. So, jetzt haben wir es. Oh, cool. Dass er auch dabei ist, finde ich so geil. Hey, guys! Oh. Hainer! Olette! Hey, boss. Done with the posters. Uh-huh. Hey! Good work, kids. You guys work for Uncle Scrooge here at the bistro? Do we? He gave us a short job putting up these special posters. Mr. McDuck's hosting an open-air film festival in the courtyard. Cool, huh? Oh, Sora. Hold your phone up to the poster. Okay. There, you've just downloaded a promo game for the film. You can try it later. Ah, cool. Boah, was nicht? Of course, laddie. Provide a bit of entertainment and then give folks a nice, cozy place to relax. Like my bistro here. They'll all be happy and hungry and eager to spend their money. Ah, da kommt der Hase, der Fix. Gore, she sure is canny. I always wondered how he keeps customers coming into his businesses. Aber sehr schlau. Also wenn es ums Geld geht, da unendliches Wissen sowieso. Da fix es. Da ist er sehr intelligent, sehr. Oh, right. Aber auch nur wenn es ums Geld geht. Why? Well, those creepy crawly things might come back for more. So stay on your toes. Sure. But don't we have you guys to take care of him for us? You have to leave again? Mm-hmm. But we'll definitely be back. When you gonna slow down? Sorry. Just do me a favor. Well, what is it? Don't make it too tough. I know how Roxas feels to be lost. But Donald and Goofy, Kairi, brought me back by wishing with all their hearts. So, I was hoping the three of you would do the same and wish for Roxas. What? That's it? That's no favor. We'll all wish. I'm wishing. Yeah. Me and Pence too. Thanks. Ooh.
Und da tun sie schon wieder beobachten. Und da schauen sie wieder zu. Oh, der Nächste im Bunde. Hat er checken die nicht, dass die immer und wieder ständig beobachtet werden? We were instructed to guide him. Yes, just look at them. They wouldn't get far if we did not spell it out. Whoa, das hört sich sehr gut an. Let's not forget how many times Sora still managed to rain on our parade. If he wavers from the path we lay, we destroy him. But in that case, we'll have to find ourselves another vessel. That is why we never have just one iron in the fire. Ein Gefäß? Ein Gefäß? Also da will ich definitiv mehr hören, aber definitiv. Also, wo geht's jetzt eigentlich entlang? Und wo stehen das überhaupt? Wille Küche haben wir. Aha, Zielvorgabe, erkunde die Welt. Na super. Ah, gut. Dann werden wir halt mal die nächste Waffe ausnutzen. Ob sonst der Motor in nichts nah passt. Fertigkeiten, nicht Fertigkeiten. Richtet zusammen mit Goofy fern Schaden bei Gegnern in der Nähe an. Sicher. Null. Okay, dann Combo. Ah, der ist 1 zu. Ach, du Scheiße. Luftgrätsche. Neige in der Luft und drücke in die gewünschte Richtung zu bringen. Ausweichen. Die Fertigkeit kann aufgestapelt. Ja, ja. Combo ist wichtig. Combo ist wichtig. Dann Teamangriffszeit. Oh, das ist geil. Ja, diesmal wenigstens. Okay, das liegt aber auch nur daran, dass wir da eben auch was zusätzlich gegeben haben. Ah, das ist super. Das ist beides gut. Das ist wirklich beides gut. Da bin ich lieber für den Angriff, ja. Da bin ich lieber für den Angriff. Also zur Weltkarte, wieso nicht? Das heißt, erkunde die Welt. Mal schauen, was sich dann tut.